Okay. Der Roland, der wird jetzt mal auch wie ich mal einen Tabak rauchen, nicht wahr? Und ich habe ein bisschen gedampft, ne? Und dann geht's weiter. Und natürlich auch hallo und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge Mendozas Überfall. Quatsch, nein, nicht Mendozas Überfall, Tatorens Überfall. Da gab es in der letzten Folge, da habe ich auch den Schlüssel seiner Truhe gefunden und auch den Schlüssel für Katakombe. Ich glaube, ich weiß sogar, wo das ist. Dann gehen wir mal herzlichst hinein, nachdem ich mal, ich brauche mal ein Tabakle. Okay, Sumpftabak, Honigtabak, habe ich das? Ja, immer mehr hier. Sumpftabak, was haben wir da? Apfeltabak noch ein bisschen. Verstehe. Magisches Wischen. Okay, gut. Okay, genug gedampft, geraucht. Wir werden uns jetzt mal direkt auf den Weg machen. Denn unter Tatarons Haus befindet sich ja noch so ein Kellergewölbe. Ups. Kann ich hier mal kurz ein Bad nehmen? Ja, kann ich sogar. Mit Klamotten. Okay. Ein Bad nehmen. Baden beenden. Gut. Klamotten sind auch sauber. Das ist ja der Vorteil davon. Hier habe ich alles weggenommen. Aber hier habe ich, glaube ich, nicht geguckt, ob es hier irgendwelche versteckten Bücher gibt. Nein. Okay. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Wegen irgendwelcher... Upsala. Ist der Baldachin hier direkt in der Kamera drin? Ja. So, gehen wir mal gleich hier runter. Denn da gab es ja noch eine verschlossene Tür. Wobei ich dann denke, dass es hier eine Katakombenschlüssel ist. Ja. Auch das haben wir. Sind wir schon mal da. Das ist ja sowieso der Zugang zu den Katakomben. Ah ja, richtig. Ich kann mich erinnern, dass wir hier drinnen waren und da oben auch nicht durchgekommen sind. Richtig. Ich brauche hier, glaube ich, nichts mehr machen. Einfach nur mal kurz abgecheckt. Zap. Ja, dann noch eine... Ja, genau, richtig, die Truhe, wo der Schlüssel zuerst sein sollte. Nein. Was mache ich denn da? Hier muss ich lang. Und zwar in Tatarons Haus. Erdgeschoss. Welches ja hier ums Eck ist. So. Irgendwer da? Nein. Keiner hier, keiner da. Sind alle in Kanada. Gut. Dann dürfte ich jetzt wohl auch hier... Hier ist ein Lederbeutel? Nein, 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 nein. Sah nur so aus. So, ein bisschen langsam machen hier. Wunderbar. 250 Gold und wieder ein Torschlüssel vom Pass von Ishtar. Ah, ja, okay. Dann habe ich das in der letzten Folge wohl ein bisschen verwechselt. Der Schlüssel für den Pass von Ishtar ist drin. Genau, richtig. Aber um an den ranzukommen, muss ich erstmal Tataron da... Aber das haben wir in der letzten Folge gesehen. Ja, da könnte ich mich doch eigentlich direkt hinbeamen. So, erstmal einen sicheren Abstand nehmen. Falls gleich wieder das lustige Treiben losgeht. Und dann werde ich mir die Rune noch anlegen zum Pass von Ishtar, sofern ich das nicht schon gemacht hatte. Ich habe gesehen, ich habe das schon gemacht. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen, nicht, dass nachher wieder irgendwelche Peoples auf mich zukommen. Jetzt bist du... Oh. Ich mach dich fertig. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Da ist einer, der will mich fertig machen. Erstmal hier ein bisschen Deckung nehmen. Hallo, ja, was willst du denn? Ah. Shit. Ist das nur einer oder was? Gut, okay, ein bisschen anpieksen tut er mich ja. Ich habe natürlich wieder keinen Geschwindigkeitsring genommen, aber mal schauen. Alarm! Das war knapp. Junge, war das knapp. Okay, dann werde ich mal speichern und essen.
Sub. Ja, dann gibt es nämlich vielleicht eventuell noch mehr Assassinen. Vielleicht sollte ich vorher erstmal wieder mal ein Giftpfeil einspannen. Genau, richtig. Es kann ja nämlich sein, dass hier irgendwie noch mehrere Leute da sind. Ja, natürlich sind welche da. Also die werde ich erstmal alle killen oder was? Soll ich das machen? Soll ich das machen? Elite-Assassinen. Im Schlaf. Aua, Mensch, jetzt ist er weg. Aber er hat mich nicht getroffen, das ist gut. Dann haben wir da noch einen. Kabir. Wieder einer mit Namen. Kommt da noch was oder kommt da nichts? Da ist noch einer. Ja, okay, der ist nah dran. Genau, richtig. Oh, er hat aber sofort zugehauen. Oh, Mann, sind nicht so einfach, diese Sina-Assas. Noch welche? Nein. Gut, hier ist keiner mehr. Dann aufpassen wegen Kabir. Okay. Gut. So, da war niemand drin hier, ne? Hä? Schön. Und mal die anderen Zelte nochmal angucken. Da ist einer. Ups, da sind zwei sogar. Okay, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Vielleicht auch mal auf die Zeit gucken sollen. Oh, der hat sogar einen. Okay. Der ist hin. Okay, der ist auch hin. Sorry. Sehr schön. Wie spät haben wir es denn? 5.49 Uhr. Das ist natürlich sehr, sehr eng. Weiter geht's. Ender. Okay, dann nehmen wir mal hier das Zeltchen, welches ein bisschen weit ab vom Schuss ist. Ups. Shit, jetzt stehen die auf. Verdammt, was willst du? 5.55 Uhr. Oh, die Textur. Perfekt. Wann stehen die denn auf? Achte oder sechste schon? Das wäre natürlich gut zu wissen. Und ich hoffentlich haben sie sich wieder schlafen gelegt. Nein, oh, ich komme noch nicht mal hier dazwischen durch. Okay, das sind Langschläfer. Yes! Stufe gestiegen. Was da heißt, stopp. Wieder 10 Lernpunkte mehr. Oh, diesmal brauchen wir wie viel? 2.500.000. Ich will ja den Weg des Nomaden gehen und nicht so böse Assassinen die ganze Zeit immer ihr Gesicht verhüllen. Okay, da schläft auch noch einer. Verdammt, was willst du? Wo ist was? Oder schlafen da wieder zwei? Tatsache. Gut in der Abwehr hier. Aber der da hinten. Oh, da sind drei hier drin. Aua, Pro Power. Drei hier sind hier. Okay.
Wunderbar. Klasse. Speichern. Oh, da ist er beim Speichern nach rechts geschlittert. Oh, Renderung. Da hinten sind auch noch welche. Da schlafen die wohl bis 8, wa? Ja, da ist noch einer. Also Kaviar, los, komm. Die mache ich jetzt auch noch platt. So, was hat denn Kaviar? Stabkoll, also ist ja Aquamarin 35 Gold. Und du hast auch noch ein bisschen was. Und ein Giftpfeil liegt hier. Ja, dann haben wir wahrscheinlich den Posten schon mal richtig ausgemerzt. Stopp mal eben. Ist keiner drin. Und überprüfen. Jawohl, da liegen sie alle. Gut, jetzt gilt es, dieses Tor zu öffnen. Und auch du, Alain, Grüße gehen raus mit deinem Tipp. Ich soll doch mal in ein Haus gehen. Dieses Haus von, muss ich mal gucken, wie der heißt. Also ich habe nochmal nachgeschaut, da ist es nicht. Und zwar, aber trotzdem kann ich mal gucken, ob hier noch sich jemand hier versteckt. Und zwar, der Schlüssel gehört zu einem Turm in Sorabs, neben Sorabs Haus. Okay, haben wir schon. Dann gucken wir mal, wo der kleine Turm ist. Und ich kann mich erinnern, da war einer. Und zwar da. Da ist eine. Pech. So, Gletscherquarz, Gletscherquarz, Quarz. Pech, Pech, Pech. Gletscherquarz noch mehr. Haben wir hier, ja, das ist die Leiter, aber ich will wissen, ob noch sich noch hier was versteckedeit. Nein, nicht. So, okay, andere Seite muss ich hoch. Ho, 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 drei Jodel, Jodel, Jodel. So, jetzt habe ich auch mal wieder die Musik angemacht. Ups. Bum, 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 bum. Und dann auch gespeichert, logisch. Oh, ich dachte, ich falle wieder runter. So, was gibt's denn hier? Hier gibt's einen Schalde. Quest, das große Tor am Pass. Gucken wir doch mal gleich rein. Okay, hier nix. Hä? Wahrscheinlich erst, wenn ich es... oder ist das jetzt... Nee, okay. Erst, wenn ich den Schalter betätige, glaube ich. Also es hat sich schon mal irgendwie... akustisch was getan. Können wir hier rausgucken eventuell? Gucken wir überhaupt da auf die Tür? Nein, gucken wir nicht. Gucken wir nochmal nach. Nein. Allgemeine Infos vielleicht. Ah, ein Bad nehmen. Gut, okay. Magisches Wissen, wenig Bücher, okay, wissen wir. Wasserpfeife wissen wir auch. Aber der Questeintrag fehlt hier. Und normalerweise werden die aktuellsten immer nach oben, dank des Patches hier oben eingeführt, aber nichts zu tun. Okay, dann gehen wir nochmal hier gucken. Vielleicht versteckt sich ja hier noch eine Truhe. Genau, hier ist eine Truhe. Okay, Viererkombination. Waran Teleport zum Pass von Ishtar und ein bisschen Gold. Das ist doch schön. Okay, können wir denn jetzt erkennen, ob das Türchen auf ist? Nope. Das müsste ja im Grunde genommen da irgendwo... Ja doch, da. Ja, das Ding ist offen. Perfekt. Dum-ba-dum. Bin
mal gespannt, was mich da erwartet. Bestimmt wieder Wachen und noch mehr. Uah, speichern. Okay. Sieht das nach Giftpfeil aus? Ja. Der rote Schein ist da. Ums Eck gucken bitte. Da geht's nicht weiter, denke ich mal. Der Pass. Hier ist niemand. Bis jetzt. Hier ist auch keine Höhle. Da ist was. Nee. Bleib mal gezogen hier. Kann ja sein, dass es da irgendwie durchgeht. Starker Löwe. Starker Löwe. Naja, mal gucken. Vielleicht treffen wir ihn schon. Ja, wir treffen ihn schon. Der kommt schon auf uns zu und haut uns mit seiner Pranke erstmal in den Bauch rein. Guck mal. Also wenn da hinten hinter dem Gestrüpp so viel Zeug ist, wenn hier so viel Zeug ist und da hinten ein starker Löwe war, dann muss es ja hier auch weitergehen. Oh ja, okay. Da ist er noch seine Blutspur. Und das ist nur ein Erker. Mit Drachenwurzeln. Mit Heilkraut. Schön. Nochmal Drachenwurzeln. Gut, okay, dann haben wir den Bereich auch erforscht. Gibt es hier noch irgendwas? Nee, wäre angezeigt gewesen. Okay, dann gucken wir mal, wo es hier rumgeht. Oh, hä? Aha. Da stehen ein paar Bäumchen. Oh, was haben wir denn da für lustige Gesellen? Lester? Was ist mit Lester? Abspeichern. Ja, das ist doch eigentlich ein wohlgesonnener. Der Namenlose? Wie, was heißt das denn jetzt? Der Namenlose? Mein Gott, da geht mir was in der Hose. Ich sehe hier Lester und den Namenlose. Diego? Wie irre ist das denn? Okay, also das ist ja mal, Leute, das ist ja echt mal eine schöne Überraschung. Aber hier gibt es einen Wegweiser, Teil von Aschstadt und nach Ishtar. Ah, da kommen wir nach Ishtar wieder. Ah, das ist ja cool. Okay. Du stehst auf. Hallo, wen haben wir denn da? Hallo, mein Name ist Roland und ich... Ja, und weiter? Was ist? Hat es dir auf einmal die Sprache verschlagen oder was? Dein Gesicht habe ich irgendwo schon einmal gesehen. Kennen wir uns? Nein, nicht, dass ich wüsste. War es das jetzt? Wie heißt du? Mein Name ist... Doch halt, warum sollte ich ausgerechnet dir ihn jetzt verraten? Da ihn niemand kennt, brauchst auch du ihn nicht unbedingt erfahren. Jetzt weiß ich es, sagt er, der Roland. Jetzt weiß ich es. Ich habe ein Bild von dir in Korinnes gesehen. Auch das noch. Du bist der unbekannte Held, der auf Korinnes gegen die Drachen gekämpft hat. Na schön, du hast das herausgefunden. Aber kannst du mir bitte schön eins versprechen? Na klar, wenn ich kann. Erzähl es bitte keinen weiter. Keine Sorge, das habe ich auch nicht vor. Ich bin ein Paladin des Königs und kein Schwätzer. Ein Paladin bist du? Suchst du etwa auch nach den Feuerkelchen? Feuerkelche? Nein, wieso? Was hat es denn damit auf sich? Nun, da du sie nicht suchst, kann es dir gleichgültig sein. Sag mir lieber, ob das hier der Weg in das Tal von Aschdod ist. Ja, immer weiter geradeaus. Dann kann man in das Tal hinabblicken. Schön. Dann vielen Dank noch für deine Hilfe. Doch halt, ich habe noch eine Frage. Sind die Assassinen hier in dieser Gegend alle so angriffslustig? Ja, das sind sie. Der Zutritt zum Tal von Aschdod wurde für jeden Fremden verboten. Sie greifen daher jeden an, der das Tal betreten will. Und wie kommt es, dass sie dich in Ruhe gelassen haben? Nun, wenn man die richtige Verkleidung hat, dann kommt man schon überall hin. Verstehe. Tja, dann gebe ich dir einen guten Rat. Zieh deine Verkleidung bloß nicht an, wenn du in unsere Nähe kommst.
Es könnte ziemlich gefährlich für dich werden. Keine Sorge, ich werde schon darauf achten. Hoffentlich. Wäre schade um dich. Okay, wenn du in unsere Nähe kommst, dann heißt das also, werde ich mal sicherheitshalber mal die Kleidung, die normale Paladin-Kleidung anziehen. So, dann bin ich für allen wieder gut erkennbar. So, falls es jetzt einen Übergang gegeben hat, ich habe nämlich nochmal den Speicherstand vorher eingeladen. Diese Situation, bevor ich die anspreche, nochmal abgespeichert, da werde ich mir was einfallen lassen. Ja, den Namenlosen haben wir ja. Dann werden wir erstmal hier die Assassinen looten. Genau. Oh, was noch? Warte mal. Du sagtest doch, dass du dich hier überall frei bewegen kannst. Ja, sagte ich. Und? Wir sind hier, weil sich im Tempel von Tadmor eines der göttlichen Artefakte des Adanos befinden soll. So? Und weiter? Ich würde gerne wissen, ob das stimmt. Da wir uns im Tal von Ashtod wohl nicht frei bewegen können. Wolltest du mich fragen, ob ich herausfinden kann, ob sich das Artefakt noch im Tempel befindet? Stimmt's? Ja, genau. Dieses Artefakt darf auf keinen Fall in die Hände der Orks gelangen. Um Belias Sieg zu verhindern, muss ich es unbedingt haben, sofern es überhaupt noch im Tempel ist. So? Und wer garantiert mir, dass du das Artefakt nicht für deine Zwecke haben willst? Niemand. Aber glaubst du etwa jetzt wirklich, dass ich das Artefakt jetzt nicht für Belia nutzen werde, nachdem ich gegen seine Drachen gekämpft habe? Puh, weiß ich, wie du drauf bist? Aber na schön. Ich denke mal, dass ich keine Wahl habe und dir vertrauen muss. Schön, dass du das einsiehst. Also, wenn du etwas über das Artefakt in Erfahrung gebracht hast, dann komm einfach hierher und sag mir Bescheid. Meinetwegen. Ja, man kann eine Belohnung verlangen. Also, er ist zwar der große, namenlose Held, aber kocht ja auch nur mit Wasser. Ich habe da mal eine Frage. Ja, was willst du noch wissen? Was springt für mich bei der Sache heraus? Wie bitte? Ich glaube, ich habe mich jetzt verhört. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ist es nicht deine Pflicht, als Paladin für Innos gegen Belia zu streiten? Und nun verlangst du sogar Gold für meinen Auftrag? Du solltest dich schämen. Moment mal, du hast doch immer hier in den ersten Folgen erzählt, hier, was springt dabei für mich raus. Also, Gleiches mit Gleichem. Geldgier, Schamgefühl. Geldgier, ich bin aber nicht geldgierig. Ich mach mal Schamgefühl. Geldgier, das ist ein... Nee. Du hast recht. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Es tut mir leid, dass ich mich so vergessen habe. Schon gut. Reden wir nicht mehr darüber. Okay, das war jetzt das Schamgefühl. Ich habe nochmal neu eingeladen. Jetzt will ich mal wissen, was mit Geldgier ist. Warte mal. Du sagtest doch, dass du dich hier überall frei bewegen kannst. Ja, sagte ich. Und? Wir sind hier. So? Ich würde gerne wissen. Wolltest du? Ja. Um Belias. So? Niemand. Puh. Schön, dass du... Meinetwegen. Ich habe... Ja, was willst du... Was springt für... Wie bitte? Ist es nicht deine... Du solltest... Jetzt will ich wissen, was da passiert. Was heißt hier schämen? Der Job kostet viel Zeit und wird auch vielleicht nicht ungefährlich sein. Gutes Argument. Also, was springt für mich heraus? Okay, du sollst dein Gold haben. 300 bei Erfolg. Mehr aber ist nicht drin, verstanden? Gut, 300 Goldstücke. Abgemacht. Naja. Naja, was naja? Also, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So. Nur noch zwei Assassinen. Wo ist der andere Assassine? Das sind Elite-Assassine. Hallo, Elite-Assassine. Die liegen so alle kreuz und quer. Schwierig zu looten. Ach, da war es doch eben. Jetzt, sorry, dass es so lange gedauert hat. Lester, altes Haus. Aber erstmal speichere ich mal. Ja, dann wollen wir Lester mal anquatschen. Hey. Hallo, mein Name ist Roland. Woher kommt ihr? Mein Name ist Lester. Wir kommen gerade aus Morasul und durchstreifen jetzt die Gegend um Ishtar. Bist du ein Assassine? Nein. Sehe ich etwa so aus? Nun, ich habe schon einige Leute hier mit ähnlichen Tätowierungen getroffen, also, ja, die zumindest mit den Assassinen zusammenarbeiten. Interessant. Aber ich kann dich beruhigen. Mit den Assassinen habe ich wirklich nichts zu tun. Und du? Du scheinst auch nicht von hier zu kommen. Richtig. Ich komme von der Insel Athanos und... Athanos? Kenne ich nicht.
Scheint mir irgendeine kleine Insel zu sein, oder? Verschwindend klein. Sie liegt eine Tagesreise östlich von Vengard. Ja, ursprünglich stamme ich ja aus Korinis. Oh, aus Korinis? Da kommen wir auch her. Es ist allerdings schon einige Wochen her, dass wir die Insel verlassen haben. Na, das ist aber wirklich ein Zufall. Zu schade, dass ich zu wenig Zeit habe. Sonst hätten wir uns hierüber noch länger unterhalten können. Vielleicht ein anderes Mal. Nun, auf jeden Fall freut es mich, dich kennengelernt zu haben. Ach ja, keine Frage. Hast du Sumpfkraut oder möchtest du Sumpfkraut? Gibt's denn was Neues hier? Tatsache, der namenlose Held. Der namenlose Held von Korinis würde gerne wissen, ob sich im Tempel von Tadmor ein göttliches Artefakt des Adanos befindet. Ich habe ihm zugesagt, mich hierüber zu erkundigen. Auch wenn es unverschämt erscheint, ich habe den namenlosen Helden gefragt, was für meine Bemühungen bekomme. Gefreut hat er sich zwar nicht gerade über meine Frage, aber immerhin will er mir jetzt 300 Goldstücke geben, wenn ich Erfolg habe. Schließlich muss ich ja auch noch von etwas leben. Recht hat er. Gut, dann gibt es hier noch Assassinchen. Oh, noch. Doch halt, warte. Ach. Was du mir über die Tätowierungen gesagt hast, hat mich neugierig gemacht. Vielleicht sind ja tatsächlich einige von der Bruderschaft des Schläfers nach Warrant gekommen. Die Bruderschaft von was, bitteschön? Nicht wichtig. Würdest du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Klar, wenn ich kann. Schön. Finde bitte bei diesen Tätowierten heraus, woher sie kommen und was sie hier in Warrant vorhaben. Vielleicht können diese Erkundigungen für uns einmal sehr wichtig werden. Gut, ich schau mal, was sich machen lässt. Ich danke dir. Wenn du etwas herausfinden solltest, dann komm am besten wieder hierher zurück. Ich denke mal, dass wir noch eine Weile hier bleiben werden. Alles klar. Also bis dann. Bis dann. Viel Erfolg noch. Bruderschaft, was? Aha, okay. Okay, das wird wahrscheinlich hier die Aussage sein, wenn ich gequatscht habe mit den Leuten. Was habt ihr eigentlich vor? Nun, wir hörten hier von einem geheimnisvollen Tal, das wir uns mal ansehen wollten. Du meinst das Tal von Ashdod? Ja, genau. Es soll ja einen Pass geben, durch den man zu diesem Tal gelangen kann. Allerdings soll dieser Pass aber für Reisende gesperrt sein. Nicht mehr. Ich habe das Tor, das den Pass gesperrt hat, geöffnet. Tatsächlich? Na, dann ist ja alles in Ordnung. Wegen der Bruderschaft. Ja? Was hast du herausgefunden? Ja. Ich habe in Ashdod mit einem Guru namens Kane gesprochen. Ah ja, richtig. Er sagt, dass er mit 4 Templern aus Korinis gekommen ist. Er behauptet, der Schüler eines gewissen Kor Kalom gewesen zu sein, richtig, der einen Erzdämon namens Schläfer erweckt haben soll. Ja, ich kenne Kane. Allerdings war er früher noch kein Guru. Er wird sich wahrscheinlich selbst dazu erhoben haben. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall faselte der Typ eine Menge Unsinn. Zum Beispiel, dass er den Schläfer wieder erwecken will. Das wird ihm glücklicherweise nicht gelingen. Aber gut, dass du mir dies gesagt hast. Du solltest auf jeden Fall mit Kanes Begleitern sprechen. Ich würde zu gerne wissen, wie sie über sein Vorhaben denken. Also, wenn du noch mehr herausfinden solltest, lass es mich wissen. Okay, Lester. Dann gucken wir doch mal ins Tagebuch. Bruderschaft des Schläfers. Als ich Lester erzählte, dass ich in Warrant einigen Leuten hier in Warrant begegnete, die ähnliche Tätowierungen wie er hatten, bat er mich herauszufinden, woher diese Tätowierten kommen und was ihre Ziele sind. Er murmelte irgendwas von einer Bruderschaft des Schläfers. Mal sehen, was ich herausfinden kann. Ich berichtete Lester was ich über Kane erfahren habe. Lester gab mir nun den Auftrag, die 4 Templer zu befragen, was sie von Kanes Plänen halten. Wer sind diese 4 Templer? Fragezeichen. So, gibt es noch ein Rundschild? Hier wird der Assassine nicht angezeigt. Aber hier. So, und bevor wir Diego anquatschen, loote ich mal hier die Schwerte. Gut. So, jetzt kommen wir zu Diego. Mal gucken, wie seine Stimme klingt. Hallo, ich heiße Roland. Wer seid ihr? Hallo. Wir sind Reisende, die sich hier ein wenig umschauen wollen. Mein Name ist Diego. Na, vielleicht kannst du uns ja sagen, wohin dieser Weg führt. Der Weg führt in das Tal von Ashdod. So, dann sind wir ja auf dem richtigen Weg. Ich danke dir. Hattet ihr Probleme? Mit den Assassinen hier? Naja, ein bisschen. Keine Ahnung, was mit den Kerlen los war.
Kaum hatten sie uns gesehen, da fielen sie schon über uns her. Denn die muss wohl Belia persönlich gefahren sein. Jo. Ich fürchte, dass ihr noch mehr Probleme bekommen werdet, wenn ihr hier weitergeht. Die Assassinen hier in dieser Gegend sind gegen Fremde sehr feindselig. Tja, das haben wir gemerkt. Wird wohl besser sein, wenn wir erstmal hier bleiben. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Also zunächst so etwas wie eine Karte von dieser Gegend. Haben wir. Ich weiß zwar, dass es hier einige Städte gibt, aber genau kenne ich mich hier nicht aus. Also wenn du mir eine gute Karte beschaffen könntest, würde ich dir 100 Goldstücke dafür geben. Was sagst du? Ich fürchte, dass du bei dem Preis lange darauf warten kannst. Für eine gute Karte musst du mir schon wenigstens 300 geben. Richtig. Tja, ich sehe schon, du kennst die Preise. Na gut, 300. Aber kein Goldstück mehr. Okay. Also, Karte von Varant mit Ashtot? Karte von Westvarant mit Ashtot? Oder Karte von Tal von... Also das sind die Karten, die ich habe. Jetzt muss ich aber selber nochmal gucken, was ich entbehren kann von den Karten. Doch das, liebe Freunde, das mache ich in der nächsten Folge. Tja, dann freut es mich, dass ihr auch wieder hier in dieser Folge zugeschaut habt. Lasst einen Kommentar da und einen Daumen hoch oder einen finde ich gut. Und hier ist der neue Odyssey-Kanal, den ich habe und natürlich in Zukunft voll gefüllt sein wird mit Gothic Stuff. In diesem Sinne, liebe Freunde, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin und tschüss von meiner Seite. Ciao.